Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute, boah, ich habe ja gerade so eine richtig fette Spinne gesehen. Die habe ich auch versucht zu kriegen, aber die ist mir irgendwie entkommen. Also falls ich jetzt in dem Video immer so ein bisschen nach drüben linse, dann hat das nicht den Grund, weil ich jetzt neuerdings irgendwo ablese oder sonst irgendwas treibe, sondern weil ich dieses gemeinige Tiersuche, was sich hoffentlich nochmal zeigt. Und wenn ich jetzt hier vielleicht in diesem Video, man weiß es nicht, einfach hier aufspringe und nach drüben hechte, dann, naja, weißt du schon mal Bescheid. Ich möchte zwei Düfte vergleichen, die im sehr ähnlichen Gewand daherkommen, aus demselben Hause und auch ein sehr ähnliches Einsatzfeld haben. Und ich möchte einfach versuchen, aus meiner Sicht der Dinge, also ein bisschen die Unterschiede beider Düfte hier herauszuarbeiten und die auch zu meinen Favoriten so ein bisschen auf die Nase binden. Möchte. Boah, ich bin total abgelenkt von dieser. Es geht um diese beiden Düfte. Zum einen hier um den Versace Denim Blue. Du hast das sicherlich schon am Titel und auch am Titelbild erkannt. Und zum anderen diesen hier, den Versace Pur Homme. Beide Düfte sind natürlich auf der frischeren Seite unterwegs, sind, wie ich finde, ein bisschen sportlicher und natürlich im Einsatzfeld des Sommers zu finden. Hier nicht unbedingt an irgendeine Situation gebunden, sondern einfach, wenn es sehr warm ist, heiß ist und vielleicht auch ein bisschen lockerer zugeht. Also nicht unbedingt, ja, wenn du ein wichtiges Treffen hast oder wenn du auf ein, ich sag mal, eine etwas hochklassigere Abendveranstaltung gehen möchtest, dann müsste man da eventuell auf was anderes zurückgreifen. Aber sonst so für alle Tage und alle Situationen ganz plump mal so in den Raum geworfen. An den heißeren Tagen, dafür sind hier beide sehr, sehr gut geeignet. Wo unterscheiden sich beide nun letztendlich? Habe beide nochmal aufgesprüht. Und wenn man hier irgendetwas als komplex ansehen möchte, dann ist der Denim Blue definitiv der komplexere der beiden Düfte. Lehnt natürlich in das Duschgel-Thema rein. Dieses frisch geduscht Duschgel auf die beste Art und Weise natürlich. Trotzdem sehr frisch, sehr einfach gehalten. Ich meine, er hat eine ganz, ganz leichte Weihrauchnote an sich, die so dieses gewisse Kreative und diese Tiefe auch gibt. Aber sonst ist da tatsächlich nicht viel mehr dabei. Frisch, locker leicht, belebend, etwas sportlich. Bei diesem Anhang des mysteriösen, etwas tiefer angedeutetem, aber es auch nicht wirklich sein, so würde ich dir den Blue beschreiben, mit einer ganz guten Haltbarkeit für einen Duft seiner Machart und auf jeden Fall merklich stärker hier als der Pur Homme. Das einmal meine Worte zum Denim Blue. Boah, das macht mich total verrückt. Dann hier der Versace Pur Homme. Für mich der deutlich frischere der beiden Kandidaten hier. Der deutlich einfach gestricktere. Und ja, in dem Zusammenhang leider auch der flüchtigere Duft von beidem. Von beiden startet extrem leicht, sehr frisch, zitrisch, einfach extremst unkompliziert zu tragen. Da musst du nicht großartig drüber nachdenken. Und er hat trotz dieser leichten, lockeren DNA diesen ja, merklichen Hang der Männlichkeit an sich, aber eben das Ganze auf einer sehr, wenn ich sage flachen Ebene, dann ist das hier überhaupt nicht böse gemeint, sondern er macht das, was er macht, einfach mit so einer Leichtigkeit, mit so einer frischen Brise, das komm erst du und lass uns nicht drüber reden, das passt schon irgendwie. So kommt er daher. Er hat schon von Anfang an, der Versace Pur Homme, eine ganz, ganz leichte Süße, einen ganz, ganz leichten süßlichen Rahmen an sich, den ich äußerst spannend und schon sehr, einfach sehr schön an diesem Duft finde. Und das Ganze bewegt sich so ein bisschen wie eine Waage. Du hast zu Anfang diese Frische, die sehr, sehr schwer ans Gewicht fällt, die man deutlich merkt und im Duftverlauf nimmt dieses süßer werdendere, ich meine, es müsste Tonkabohne sein, immer mehr an Gewicht ein, verdrängt die Süße ein bisschen und legt sich dann schon schwerer in diesen Duft rein, was hier dann auch die Haltbarkeit ein bisschen darstellen soll, wie ich finde. Denn ohne dieses süßer werdendere Thema wäre er ja noch viel schneller verflogen, als das ohnehin schon ist. Also hier musst du ordentlich sprühen. Das ist aber nicht schlimm. Du bekommst beide Düfte extrem günstig. Ich glaube, da reden wir vielleicht von 5 bis 10 Euro Unterschied auf 50 ml. Ich weiß das aber nicht genau. Beide Düfte sind summa summarum sehr, sehr fair eingepreist für das, was du hier bekommst. Du hast einen Versace-Duft.
Das ist schon sehr, sehr schön. Und beide Düfte einfach mit einer Duft-DNA, die durchweg extrem gut gefällt. Dylan Blue kommt tendenziell ein bisschen besser an, kann aber auch daran liegen, dass man ihn einfach besser kennt als den Pur Homme, und die Menschen sind grundsätzlich den Sachen, die ihnen vertraut sind, ein bisschen aufgeschlossener als den Sachen, die nicht ganz so bekannt sind, wobei er hier keine mega ausgefallenen neuen oder sonst irgendwelche Wege geht, aber Dylan Blue ist einfach der Duft, der extrem breit getreten ist in der Masse und dadurch eventuell auch ein bisschen besser ankommt, wenn auch ein bisschen langweiliger sein kann als der Pur Homme aus eben auch vorgenannten Gründen. Deswegen, was ist mein Fazit? Ich bin Team Versace Pur Homme, einfach weil ich ihn unkomplizierter finde, weil er aus dieser, von dieser frischen Ebene in diese süßlichere Ebene hineingeht, also beide Themenbereiche, die man ganz leicht tragen kann, sehr schön abdeckt und in einem sehr schönen, ich sag mal, Spiel der Noten, ja, einfach überführt, sage ich jetzt mal. Er ist nicht so breit getreten wie Dylan Blue und es ist einfach dieser, ja, zeitlose Herrenduft in jeder Hinsicht, also zeitlos. Den kannst du auch im Winter tragen, wenn du irgendwo im Büro arbeitest, weil das funktioniert einfach so. Klar, er setzt sich nicht gegen die Winterkälte durch und ist per se nichts für die kalten Tage, aber es ist einfach so dieser Duft, den du aufträgst und ohne große Komplikationen, ohne groß Gedanken zu machen, du riechst einfach fantastisch und bekommst Komplimente und es ist ein toller Männerduft und nicht viel mehr. Während man beim Dylan Blue schon noch so ein bisschen Schnickschnack und dies und das ringsrum hat, um was auch immer darzustellen. Ich meine das gar nicht böse, aber manchmal liegt einfach die Kunst und das Genie in der Einfachheit und das sehe ich hier einfach beim Pur Homme. Deswegen ist das hier mein Favorit und ich hoffe, ich konnte dir trotz meiner nervösen Blicke die Düfte hier ein bisschen näher beschreiben. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen auf Tierjagd gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.